Daheim bleiben von Eugen Roth. Die Welt ist toll vor Reisewut, indes zu Haus der Weise ruht und lächelnd oft auch leicht verschroben in das Gewühl blickt. Lasst sie toben! So ist Spinoza nie gereist und doch welch weltenweiter Geist! Auch Kant, der wunderliche Zwerg, kam nie heraus aus Königsberg. Die Welt geht, sagte Pascal immer, zu Grund dran, dass in seinem Zimmer der Mensch nicht sitzen bleiben will. In Frankfurt lebte deshalb still der Schopenhauer samt dem Pudel. Wer Geist hat, liebt nicht das Gedudel. Von Shakespeare weiß man nichts genaues, doch offenbar blieb er zu Haus und zeigte allerdings auch nie sich stark in der Geographie. Wusst nicht, was jedes Kind heut wüsste und schreibt ganz dreist von Böhmens Küste. Und wo kam Schiller denn schon hin? Die weitste Reise war Berlin. Die Schweiz, die er so schön beschrieben, zu sehen ist ihm versagt geblieben. Die ökonomische Verfassung zwang ihn zur Reiseunterlassung. Die Kleinen auch, wie Vater Gleim, sie blieben lebenslang daheim. Der Mörike kam nie aus Schwaben, wo er geboren und begraben. Bemerkenswert auch, dass man Swift persönlich nur in England trifft. Von wo aus er den Gulliver auf weite Reisen schickt umher. Auch Defoe, der als Jüngling zwar in Frankreich und in Spanien war, blieb dann daheim laut Lexikon und schrieb dort seinen Robinson. Als weit gereist, denkt gleichfalls gern der Leser sich wohl Jules Verne, der selbst meist lebend in Paris nur andere Welt umreisen ließ. Und ebenso war der Karl May, wie man ihm nachwies, nicht dabei. Er machte große Reisen, zwar nachträglich erst vom Honorar. Der größte Maler, Rembrandt, kam so gut wie nie aus Amsterdam. Noch könnt ich glänzen als Beschreiber der klassischen Zuhausebleiber, die wie der Papst im Vatikan nicht einen Schritt hinausgetan und die oft weltfremd nur geschienen. Die Welt kam umgekehrt zu ihnen. Der cherubinsche Wandersmann fing erst auf Erden gar nicht an. Hoch überm lauten Weltgewimmel zog er geradewegs zum Himmel.